So, moin moin und willkommen zurück auf der Normandy. Ich bin der neue Kapitän und Spectre und führe durch den weiteren Abend. So, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben jetzt drei Missionen zur Auswahl gehabt. Wir haben uns entschieden dafür, von der Patriarchin die Tochter zu suchen. Und das machen wir auch. So, jetzt gucken wir mal hier. So, ich sag ganz schön viel so. Immer auch wenn man so viel so zu sagen. Kriege ich hin. Tür auf. Kurz, wo wir hinkommen müssen. In der Kabine. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen mit unseren Leuten reden. War schon hier? Nee. Ich weiß gar nicht, wo wir genau hier sind. Vielleicht sollen wir das mal angucken. Karte. Manchas Casino. Casino, okay, ja, da waren wir ja gerade eben drin. Büro des Kapitäns. Ich bin da. Büro des Kapitäns, ist er denn hier um die Ecke? Dann gehen wir mal da rein. Könnte interessant sein. Das war jetzt verkehrt. Jetzt bin ich wieder oben im Casino. Warte mal. Okay. Müssen wir mal runtergehen. Entschuldigung. Macht ja Sinn, mal ins Büro meines eigenen Ladens zu gehen. Mal hier. Was hier? Das ist Kane. Da bin ich okay. Ich habe jetzt schon im falschen Punkt geguckt. So, jetzt gehen wir mal jetzt. So. Okay, Personalbuch haben wir. Oh, es ist echt kahl ausgerüstet hier, oder? Schönes was anderes. Dann mal mit Caden. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Komm mit hier. Ist das hier eine Stasiskammer? Ah, okay. Das sind also Erfahrungen, die man sammelt, weil man erstmal alles sich anschauen kann. Man muss das Schiff ja auch mal anschauen, weil ich meine, die Normandy ist ja auch ein kleines Schiff. Ist auch etwas größer. So. Hier ist unsere Doktorin. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Komplikationen? Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Naja, ich muss jetzt gehen. Migräne schon scheiße, ne? Ich meine, ich habe noch nie eine gehabt, aber so hört, den Leuten geht's ja nicht gut dabei, ne? Okay. Wir gehen mal zum Joker und fliegen dann, glaube ich, immer hin. Wir müssen unsere Ausrüstung gleich mal checken. Und auch unsere ganzen Leute da so ein bisschen knupsnabbeln. Wo führt uns der Fahrstuhl hin überhaupt? Runter. Zum Maschinendeck vielleicht? Man weiß es nicht. Komm, hier ist auch einer. Garrus. Oh, Garrus können wir mal sprechen. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Bitte, bitte. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Sie wussten es? Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken.
Das stimmt. Es hat seine Vorteile, Inspektor zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Kommt doch mal, was du anwendest, ne? Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Verstehe. Sie gingen, weil ihnen nicht gefiel, wie sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. So bin ich, ne? Talis. Wer steht spinnt? Ach, ich könnte jetzt hier... Ach, guck mal, ich kann die ganzen Ausrüstung kann ich... Ist ja auch blöd. Natürlich schön, wenn ich die Ausrüstung... Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Schon gut. Wie Sie okay. meinen. Okay, lass uns aber hinfliegen. Sonst wird irgendwie... Für Smalltalk haben wir noch genug Sachen. Oh, hier geht's noch irgendwo runter. Wo geht's denn hier? Oh, das ist der Kernreaktor. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Stört sie? Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. So bin ich. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Haben wir ein Tarnsystem? Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Wir sind also unsichtbar? Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Okay. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Es ist doch gut, wenn man so ein bisschen einen kleinen Plausch hält mit den ganzen Leuten. Denn das erhält ja erstmal die Freundschaft. Und zweitens sollen sie ja wissen, dass ich einer von ihnen bin. So. Ich glaube, bei der Ashley Williams werde ich noch was anfangen. Das wird wahrscheinlich meine Braut werden. Könnt ihr mir gut vorstellen. Man weiß es nicht. So, wir gehen jetzt hoch. Gehen wir zum Joker und sagen, er soll uns mal direkt dahin flunzulieren, wollte ich gerade sagen. Fliegen. Das sollte ja möglich sein, ne? Man weiß gar nicht, was die ganzen Leute hier machen, ne? Sitzen einfach nur. Was ist hier denn? Luftschleuse, wollen wir nicht aufmachen, ne? Wäre doof. Commander, etwa noch eine Frage? Wollte nur mit ihm reden. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe.
Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Ich wollte sie nicht beleidigen. Tut mir leid, Joker. Ich wusste gar nicht, dass Sie krank sind. Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, Scheiße. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Das ist eine Scheißkrankheit. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Ich muss gehen. Bis dann. So. Okay, guck mal, was wir machen sollen. Sarah ist so noch eine Archäologin bekannt als für die Kultur der Proteane. Achso, wir wollen ja dahin, ne? Zum Artemis-Cluster. Gut. Speichere nochmal kurz. Und dann können wir doch eigentlich los, ne? Bloß, wie kommen wir da hin, ist die Frage. Gibt es hier so ein persönliches Ding, wo man irgendwas drücken muss? Karte der Galaxie öffnen. Ach, okay. Das macht Sinn. Muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite stehen. Und dann können wir von da aus direkt losflattern. Ja. Dann zeig mal, wo wir hin sollen. Zitadelle. Das Artemis-Cluster. Okay, also man kann hier wirklich... Da hinten ist die Ausgabestelle, da feiern wir hin. Sparta. Knossos. Athens. Oh. Ist ja die Frage, müssen wir alle absuchen? Wir fahren jetzt noch zu einem hin. Los. Ich habe nicht... Oh, ich muss, glaube ich, die Aufgabe noch durchlesen. Ich weiß nicht genau, in welchen Bereich sie da ist. Aber das kriegen wir noch hin. So sieht man ziemlich spektakulär aus, wie der hineiert, ne? Dreman, Altaria. So, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz auf die Quest gucken. Erkunden Sie die Un... Ah, okay. Müssen also alles da erforschen. Okay. Machen wir. Gehen wir erstmal hier rein. Durchlesen. Das steht so. Tremel ist ein Zwergland, der aus leichten Magnetfeld in seiner Oberfläche. Tremel verfügt über ein Magnetfeld, über kein Magnetfeld. Aus diesem Grund können Schiffe ihre Antriebe hier nicht entladen. Aber die sehr geringe Schwerkraft von Tremel ermöglicht auch Schiffe in der Kreuzerklasse. Ah, guck mal, ein kleines Berg gelegen. Während der Antipiratenkultur der 19. Jahrhunderts wurde Petriane. Von Kreisen 100 von den Schwerkraft. Man kann ja kleine Sachen entdecken, aber ich wollte eigentlich... Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Mit atmosphärischer Ausgabe. Okay, der Orbit von Albus von Trümmern und von dem... Da reisen wir jetzt mal hin. Das Ganze habe ich mir jetzt durchgelesen. Aber wir werden sie schon finden da irgendwie. Also, wir nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir nehmen... Ashley mit auf jeden Fall. Und Garrus. Yes.
Und das ist schon ziemlich lässige Landung, oder? Mit dem Rover hier durch die Gegend eiern. Abbrechen? Okay. Ich wollte überlegen, wie man das Ding fährt. Das ist ja ein abgefahrenes. Okay. Kommen wir vor wie dieser Rover auf dem Mars. Okay, durch die Gegend eiern. Da rüber. Da hinten ist was. Kommen wir jetzt mal direkt hin. Also die wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht sein, oder? Oder vielleicht doch? Ich weiß nicht. Die Raketen oder sowas? Okay, das ist natürlich schlecht. Machen wir mal. Wir setzen mal kurz fort. Das ist natürlich echt schlecht gerade. Aber ich frage mich gerade, was man da machen soll. Gucken, ob ich irgendwas anderes habe. Nein, nein. Irgendwas, was ich schießen kann oder so? Ich kann, okay, damit kann ich springen, okay. Ich will kurz die Steuerung antesten. Ich muss schnell erfahren, okay. Na gut. Also man kann Granaten schießen, man kann normal schießen. Ja. Hui! Da hinten ist es wieder. Mal gucken, ob wir das mal hinkriegen. Wir müssen ein bisschen aufweichen gleich. Von der Seite an zu. Also nicht blöd. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie man die besiegen kann. Da muss doch möglich sein, das Ding zu besiegen, oder? Mist.
Oh, es ist doch nicht so im Ernst. Auch ein Arsch, ey. Ich kann mal reparieren, vielleicht schaffe ich den ja gleich nochmal. Reifen sind auch langsam hinüber. Ach Quatsch, wir haben ihn besiegt jetzt? Oder was? Aber er ist einfach abgetaucht, der Apfel. Na gut. Guck mal, was hier passiert ist. Die sehen alle tot aus. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Das sind Admiral Kahokus Männer. Wir müssen ihm sagen, was hier passiert ist. Okay, haben wir ein paar Sachen kommen einsammeln. Aber mehr können wir hier auch nicht machen, ne? Das ist so ein Notsignal. Steigen wir unser Fahrzeug. Kann man nicht zerstören. Ich speichere aber schnell nicht, dass das Viech gleich wiederkommt. Nein. Kommen wir zurück? Das ist die Frage. Karte. Was ist hier? Anomalie? Notsignal. Was ist hier noch? Trümmer.
hier. Anomalie. Ja, wenn da mal hin. Der Wagen ist komplett kaputt. Hat ja jetzt nicht so viel Sinn, ne? Jetzt muss ich fragen, ob wir hier hin sollen überhaupt, ne? Whee! Noch einen Gegner halten wir, glaube ich, nicht aus, das ist das Problem. Was ist da rot schon wieder? Oh, ich habe ein bisschen Angst. Da, warte mal. Mumifizierte Salarianer. Artefaktbären. Was? Okay, nochmal. Okay, also ganz einfach. Okay. Gut, gucken wir nochmal auf die Karte. Und können wir noch hier hin, ne? Okay, fahren da nochmal hin. Sicherheitshalber speichere ich nochmal. Ah, das ist schon ein bisschen Wehr, ne, was man hier machen muss. Okay. So. Okay, diese Steuerung von diesem Rover ist alles andere als cool. Okay. Das ist ganz geil, also das ist ganz cool mit dem Hüpfen. Aber was war's denn noch? Also wo wir da jetzt hin müssen? Das kommt noch nicht raus. Aber ich denke mal, es wird sein, oder? Da sind Trümmer. Wahrscheinlich muss man alles entdecken, bevor man zurück kann. Kann natürlich gut sein. Ist natürlich gut, dass wir den erst hier hingefahren sind und nicht erst die... wie heißt das, den Gegner zum Schluss hatten, weil das hätten wir den am Anfang nicht geschafft. Und dann gleich schon gestorben oder so. Unterwegs zur Position. Abgestürzte Sonderbergen. Fertigkeit zu gering, okay. Gut. Können wir nicht, aber wir können doch jetzt zurück zur Normandie. Zurück zur Normandie. Ja. Wie easy war das denn? Einfach nur einen Knopf drücken. Okay. Also, das war das Verkehrte. Okay, das haben wir schon angeguckt. Gehen wir noch einen raus. Dann nehmen wir mal diesen Cluster, Knossos. Fliegen wir kurz hin. Und wie viele Dinge haben wir hier? Oh, hier sind ein paar Planeten. Gucken wir uns jetzt mal diesen hier an. Der kleine Wasserstoff Helium erkunden. Okay. Gasvorkommen entdeckt. Terrestrische Welt. Also wenn wir das alles durchlesen, dann werden wir nie was schaffen. Sie haben uns eine sehr weit entfernte, aber reiche Industrie, die von der Lenz beansprucht wird. Und die reichen Schwermetallformen, die meisten davon sind... Landen wir nochmal kurz. So, diesmal nehmen wir mit. Ich nehme mal mit gleichen mit.
So, ich nehme die Karte. Ja. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Gucken wir mal drauf. Den ganzen Weg dadurch waren wahrscheinlich, ne? Machen wir das mal. Sie scheinen. Wir speichern einmal. Von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Kann man hier irgendwo rein denn? Vielleicht. Testen wir mal. Einfach so kommt man nicht rein. Ganz nahe der Landezone. Das muss ja hier irgendwo dann sein. Denken Sie daran, immer genug zu trinken. Dankeschön. Hier ist doch nichts. Okay, also wir fahren mit dem Fahrzeug einmal querfeldein. Die wird so beleuchtet da hinten. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Ich glaube auch nicht, ne? Dann würde er auch auf der Karte was anzeigen, wenn man da was machen könnte. Behaupte ich mal. Ja, okay. Gut, dann fahren wir mit dem Wagen erstmal weiter. Ja, Ashley, du stehst mir schon im Weg. So. Los geht's. Aber Markus hat wieder komplett heile. Das tut gut. Natürlich die Lava fallen, das wäre natürlich echt ärgerlich. Das ist ein bisschen doof, dass man die Karte unten auf der Minimap nicht sieht. Also die Umrisse zumindest, dass man so ein bisschen sehen kann, wo man sich gerade befindet. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Sieht ein bisschen aus wie über Zelda hier in der Lava-Welt da oben bei den Gerudas. Geht Kampfläufer. Oh. Mann. Oh. Ja, okay, mein Wagen wird ein bisschen demoliert, aber solange mein Schild nur dran ist, ist glaube ich nicht so schlimm. Wäre ziemlich cool, wenn das Schild sich wieder aufbauen würde. Okay, hier haben wir die Gate gerade gesehen. Die sind natürlich überall, was natürlich uncool ist. Naja. Schon so kurze Sachen, da kann man gar nichts erkennen. Weiter. Sie haben Höhe und Schutz. Flanken wir alle so weg, oder?
Taucht er noch auf? Noch mehr? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich glaube nicht. Steigen wir aus. Gucken wir mal hier in die Dinger rein. Finden wir da irgendwas? Kommen wir da rein? Aber hier ist nichts zu sehen, ne? Ne, hier sind's. Okay. Das ist ja cool, dass man die ganze Welt hier unten erkunden kann auch so. Also man kann hier wirklich rumlaufen und mal erkunden, das ist natürlich ziemlich cool. Einfache Dechiffrierung, das kann ich. So. Alles mit. Gut, aber hier machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.